Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Satisfactory. Es hat sich ein bisschen was getan im letzten Livestream und ich werde in dieser Folge auch alles aufzeigen, was sich so getan hat. Aber zuvor wollte ich hier nochmal schauen, was hier raus geworden ist. Analyse von Alien-Organe. Jetzt bin ich mal gespannt. Das habe ich extra alles nicht im Stream gemacht. Das war's? Okay. Sie hat nichts zu sagen, gar nichts. Nun ja, gut. Turbodraht, den erforschen wir jetzt auch mal. Man braucht 100 Stück. Mittlerweile sind 422 da. Ich zeige auch gleich, wie wir die herstellen. Ja, die den Stream gesehen haben, die wissen es ja schon. Also davon bekommen wir jetzt ohne Ende. Na, so viel sei schon mal verraten. Okay, 22 Minuten. Wird wahrscheinlich die Folgenlänge überschreiten. Nun gut. Okay, das wird erforscht. Was hat sich alles geändert? Also fangen wir erstmal mit so einem kleinen Kram an. Ich habe hier vorne ein kleines bisschen optimiert. Ja? So ein winzig kleines bisschen. Vorne bei der Produktion und hier und dort ein paar Stellschrauben gedreht, sodass hier das Ganze ein bisschen flüssiger abläuft. Nicht viel, aber gerade so, dass hier hinten auch ein bisschen was rauskommt. Mal gucken, sammelt sich hier was? Nee. Ich muss mich selbst gerade noch ein kleines bisschen orientieren hier vorne. Was hatten wir jetzt alles? Hier haben wir die Rahmen. Schön. Nehmen wir auch direkt mal mit. Alles an Rahmen. So. Genau. Und dafür, für diese Rahmen, hatte ich hier so ein kleines bisschen die Stellgrößen geändert. So. Also, damit meine ich halt hier so andere Förderbänder benutzt. Mehr Material rüber geschaufelt, indem ich hinten die Produktion ein bisschen erhöht hatte mit diesem Speed-Up. Ja. Mit diesen Schnecken-Speed-Up-Dingern. Energie, wie auch immer die jetzt noch heißen. Ich weiß es gerade nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Nicht wahr? So, und dann hier vorne. Das Ding hier ist jetzt auch MK3. Ja, das jagt dann richtig schön das Zeug hier hoch. Damit wir einfach viel mehr Beton haben. Denn wenn man sich das hier mal anschaut, Beton brauchen wir ohne Ende. Die Plattform wird immer größer und gerade hinten raus habe ich einiges zu zeigen. Habe ich wirklich einiges zu sagen? Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt in diese eine Folge reinkriegen. Bin ich mal gespannt. Oh Mann. Und es bleibt natürlich noch die Frage nach diesem Mysterium hier. Wie kommt hier immer dieser Fremdkrams rein? Also letztes Mal im Stream auch waren hier, glaube ich, auch solche Rahmen drin. Da frage ich mich, wie kann das sein? Ich bin ganz sicher mit dem Fahrzeug nicht darunter durchgefahren. Deswegen frage ich mich, wie kommt das Zeug da rein, ne? Und hier haben wir auch noch hier diese Platten hier. Eisenplatten. Warum? Warum sind die da drin? Das verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Kommen davon immer auch nochmal welche mit? Kann nicht schaden. Wir haben Zombie. Okay, da. Ja, ich nehme trotzdem mal mit. Nun ja, das Fahrzeug ist immer noch unterwegs. darauf verlassen, das ist halt so eine Sache, ne? Also wenn hier Fremdmaterial mit reinkommt, dann ist die Sache nicht sehr verlässlich. Und dann weiß ich nicht, ob das eine gute Wahl ist für unser Projekt da oben. Und da sieht man es auch. Da ist noch einiges entstanden. Da hinten qualmt auch noch etwas. Boah, schauen wir uns jetzt mal an. So. War hier noch... Ich muss immer mal überlegen, was noch alles genau war und was ich vielleicht noch nicht gezeigt habe. Ich glaube, hier unten hat sich sonst nicht groß was geändert. Oh, Moment. Wir haben jetzt die Rahmen. Und hier haben wir den Space Elevator. Das hat sich noch geändert. Moment, ich zeig's. Ich habe im Stream schon mal ein bisschen Kram in den Space Elevator gepackt. Sodass wir jetzt eigentlich, ne, und das hatte ich dann extra auch noch aufgespart hier für YouTube. Das hat noch nicht gereicht, aber jetzt. Das Ding ist voll. Das Ding ist voll. Das heißt, jetzt hier in der Folge schauen wir an, wie das Ding losfliegt. Da fliegt. Nach oben geschickt wird. So, send. Sendevorgang. Und weg ist es. Das sieht ja auch verdammt gut aus bei Nacht, ne? Okay. Er ist weg. So, und was gibt's als nächstes? Unavailable in Early Access. Oh. Okay. Also die nächste würde dann Stufe 7 und 8 freischalten. Also haben wir jetzt, ich glaube, Stufe 5 und 6 freigeschaltet. Oh, da schauen wir direkt mal nach.
So, das wäre dann etwas für die nächste Folge, dass wir uns dann hierum kümmern. Die neuen Upgrades hier. So, mal schauen. Ja, Stufe 4. Oh! Medizinischer Inhalator. Aber den haben wir doch schon, oder? Diesen Meilenstein auswählen. Okay, ja, könnten wir machen. Das ging sehr schnell. So, jetzt will ich aber wissen, Stufe 5 und Stufe 6 haben wir jetzt dazu bekommen. Ölaufbereitung. Hier haben wir endlich Öl. Ölpumpe, Ölraffinerie. Oh, schön. Hier Scanner-Update, dass wir Öl finden können. Das würde mich mal interessieren. Wo haben wir hier Öl? Also das will ich auf jeden Fall machen. Meilenstein auswählen. Das machen wir dann alles in der nächsten Folge. In dieser schauen wir uns ja nochmal alles an vom Stream. Industrielle Fertigung. LKW. Wow. 48 Slot Inventory. Has a built-in craft bench, ist normal, can be automated to pick up and deliver resources at truck stations. Also einfach dasselbe, was wir schon haben, nur ein bisschen größer. Ein Computer ist eine komplexe logische Maschine zur Steuerung hochentwickelter Vorgänge in Maschinen. Oh, geil, oder? Da bin ich mal gespannt. Können wir die einfach so als Computer zum Beispiel in so einen Filter reintun? Also als Filter fungierend zum Beispiel in einen Splitter? Das wäre die Frage, ne? Fabrikator. Can be automated by feeding parts into it. With a conveyor belt connected to the input. The product parts can be automatically extracted by connecting a conveyor belt to the output. Craft 3 or 4 parts into another part. Wow, ist das krass. Na gut, das ist ja geil. Radartechnologie. Ein Radarturm. Reveals an area around itself on the map. The area grows over time to a max. Wow. Hätten wir alles schon, ne? Hier unten, das haben wir alles, auch das hier. Okay, und Stufe 6 jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Erweiterte Infrastruktur. Brennstoffgenerator. Consumes fuel to generate electricity for your power grid. Has an input, so feeding fuel can be automated. Consume fuel. Brennstoffgenerator. Fuel? Ölraffinerie. Ah! Hier ist dieser Fuel. Das können wir dann daraus herstellen, aus Öl, ne, mit der Ölpumpe, Ölraffinerie. Wie auch immer das dann genau funktioniert, müssen wir uns dann mal anschauen. Und dieses Ding hier macht daraus dann Energie. Und dann haben wir hier Mod 4. Und hier nochmal MK4. Wir kriegen das Ganze nochmal schneller. Ist ja der Wahnsinn. Jetpack? Juhu! Oh Gott! Must have! 75 Computer, oh mein Gott! Und Gasmaske. Oh, Gasmaske. Wie geil ist das denn? Wir können in diese verstunkenen Regionen vordringen. Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Da zeige ich gleich, warum das zum Beispiel sehr, sehr gut ist. So, das sind die Punkte hier. Die haben wir jetzt. Da. Ganz toll. Oh, ist das toll. Also, machen wir alles in der nächsten Folge. Fangen wir zumindest mal an. Wenn wir nicht alles in der nächsten Folge schaffen, nicht wahr? Oh Mann. Wir haben jetzt schon. Oh Gott. Ich muss ein bisschen beeilen, ne? Wenn ich was zeigen will. Oder mal hoch. Wagen habe ich vollgetankt, eben noch. Extra. Ne, ich zeig's mal schnell. Ja, ich habe extra noch ganz viel. Das ist jetzt alles noch Kohle. Und bald wird Fuel, wird das Ding hier antreiben. Und dann muss man wahrscheinlich gar nicht so oft nachfüllen. Aber ich weiß nicht, mal schauen. So, fahren wir erstmal hoch. In dieser Zwischenebene hat sich nichts geändert. Ich wollte möglichst viel in diesen Stream noch reinpressen, damit man mal ein bisschen vorankommt, ne? Und dann mache ich das so, dass ich in den Streams dann einfach hier wirklich Gas gebe, sodass wir in den Folgen hier uns eher um die Forschung kümmern können und Experimente machen können und dann zeige ich genau, was dann im Stream immer gemacht wurde. Ja, sowas halt, ne? So, hier vorne das Ding. Hatte ich hier mit... Stimmt, das habe ich aufgebaut, ne? Das war im Stream. Richtig. Hier kommt es jetzt richtig hochgeschossen. Füllt das Ding jetzt... Oh, das bleibt nicht drin. Das ist immer leer. Das ist sehr schön. Bedeutet, es ist hocheffizient. Es geht hier... Also, wir bekommen hier dann unser Zeugs... Was ist das noch gleich? Das ist Kalkstein. So, Kalkstein. Er kommt hier hochgeschossen. Bleibt gar nicht hier drin. Wird hier gesplittet in 3 Teile. Und das hier ist Conveyor Belt, glaube ich, MK3. Und das hier ist MK2. Die Kombination... Nee. 3 und das sind einer. Ja. Weil es ja in 3 Teile gesplittet wird. Deswegen sind das hier nur einer. Und das reicht. Man sieht, es ist perfekt, läuft das hier durch. Ne? Auch hiermit.
Das sammelt sich auch nicht an. Es bleibt immer auf so einem gewissen Level. Und das ist das Maximum, was man erreichen kann. Hier kriegt jeder seinen eigenen Storage. Hier sammelt sich's schon an. Einfach deswegen, weil das hier schon voll ist. So. Also haben wir erstmal jeder seinen eigenen Storage und hier ist ein gemeinsam. Und hier geht man dran und holt sich dann immer sein Zeug raus, was man braucht. Wir haben noch genug, würde ich sagen. Und ich denke mal, das wird auch noch gut was reichen für das nächste Bauprojekt nächsten Dienstag. So. Was das genau sein wird, gucken wir gleich mal. Es gibt viele Baustellen. Oh Gott, nach hinten schauen. Ich glaube, da vorne war jetzt nichts. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Keinen Quatsch machen. Die Ansicht ist fies. So, ich glaube, da hinten gab es nichts. Das haben wir alles in den Folgen hier gemacht. Und da habe ich auch nichts erweitert, soweit ich weiß. Nee, davon haben wir auch nichts gemacht. Ich glaube, hier vor die Straße ein bisschen erweitert noch. Dass man auch herfahren kann. Aber das, was ich hier noch alles gebaut habe, das ist etwas zeigenswerter. So, erstmal, ich gewöhne mich langsam daran, Vollgas hier durchzugehen. Also gar nicht mehr auf die Bremse zu steigen zwischendurch. Hier ist immer ein bisschen ruckelig, deswegen etwas, am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Aber man wird mutiger. So, hier fährt man so einen riesigen Bogen. Ja, ich könnte natürlich auch hier die Strecke nochmal gerade ausführen lassen. Vielleicht mache ich das auch. Vielleicht mache ich das auch. Aber hier war so der Gedanke, also da geht es natürlich runter, kennen wir alles, ne? Aber der Gedanke war natürlich, hier vorne erstmal die Kohle hochzuführen. Und wenn die Kohle dann hier oben ankommt, direkt auch in Energie zu verwandeln, ist geschehen. Diese Energie hier. Und ich zeige das jetzt mal. So, wir sind da. Steigen. So, hier kommt das Zeug natürlich hoch, die Kohle. Damit man nicht runterfällt. Ich versuche das immer so ein bisschen zuzubauen, so gut es nur irgendwie geht. Naja, ne? Dass man nicht so arg runterfällt. Hier wird man natürlich runterfallen, wenn ich da hingehen würde. Deswegen mache ich es ganz vorsichtig. Hier sieht man, wie der Strom nach unten verlegt wird. Und dieser Strom, der nach unten verlegt wird, da vorne kann man es noch ganz zart sehen, connectet sich mit dem Hauptstrom. Und hier habe ich beide Stromnetze miteinander verbunden. Also jetzt haben wir nur noch ein großes Stromnetz. Überall. Das geht auch dann bis hier hoch natürlich. So, man kann hier draufklicken. Wir sehen, wir haben 810 Megawatt momentan. Unten habe ich noch nichts abgebaut. Unten läuft es momentan noch so weiter. Und das hier kam einfach additiv dazu. So ein paar Kraftwerke. Die werden irgendwann ausgetauscht gegen diese Öldinger. Ja, weil ich gehört habe, dass die wesentlich effizienter sind. Und dann können wir mit der Kohle andere Sachen machen. Die braucht man für andere Dinge. Und dann bauen wir hier einfach was anderes hin. Ja? Aber momentan ist das hier unser Hauptstromlieferant. Die Dinger sind auch alle gepimpt. Kann ich kurz zeigen. Hier vorne mit diesen Dingern, mit den Energiefragmenten. Die meinte ich natürlich auch eben. Haben das Ganze noch ein bisschen hochgepusht auf 150%. Und das haben wir, ich glaube, bei fast jedem hier gemacht. Wenn nicht sowieso. War das? Ist jeder? Mal gucken, ob jeder auch hat. Wenn der auch hat, dann hat jeder. Ja, hat jeder. Schön. Ordentlich gepimpt. 810 Megawatt. Das ist mehr als ausreichend. Das ist sogar so dermaßen mehr als ausreichend. Wenn man hier mal so drauf schaut, wir verbrauchen 100, ich sag mal 200, ne? In der Spitze. Das schwankt ja mal so ein bisschen. And that's it. 200. Und wir haben 810 zur Verfügung. Wir können also noch ordentlich was bauen. So, und dann sehen wir hier natürlich dieses Straßennetz, so wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Abgesehen davon, dass das hier, ich finde diese Bauweise auch sehr schön. Von unten kommen die Ressourcen und hier oben baut man das Ganze dann immer mit so einer Wand, umbaut man das ein wenig, kann es dadurch schöner gestalten. Warum leuchtet das so komisch hier? Keine Ahnung. Dann hier die Teile noch dazu packen, auch damit kann man das Loch hier so ein bisschen zumachen. Ja, und ich finde das allgemein sehr, 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 sehr ansehnlich und überschaubar. Und hier vorne ist dann so ein Stromverteiler. Das heißt, wenn wir hier noch ein bisschen was bauen auf der Plattform, dann kommt der Strom daher. Und wenn wir dann noch mehr brauchen, können wir dann noch ganz viele draufsetzen. Dafür ist es gedacht. Dann haben wir hier diesen Steg zum Laufen. Und auf diesen Steg kann man die Conveyor Belt setzen, also die Laufbänder, Fließbänder, und den Strom verlegen. Es funktioniert. Man kann die Sachen hier draufpacken und damit sind sie auch von der Straße weg. Perfekt. Und wir haben hier an der Seite natürlich das Geländer. Ja, wenn wir das auf der anderen Seite noch machen, hat man das, die Straße wunderbar eingefasst. Und man kann Strom verlegen, so viel man will. Ja.
So, wir fahren jetzt mal die Strecke, weil da hinten ist noch viel mehr gebaut. Da gibt es noch einiges. Ob man mit dem Fahrzeug dagegen fahren kann, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht getestet und will es auch gerade nicht. Aber da rechts unten sehen wir gerade, wie dieser Rochen im Tiefflug übers Wasser petzt. Und jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir im neuen Biom. Und man sieht, Strom ist verlegt. Und da vorne, wenn wir da geradeaus weitergehen, da haben wir im Stream eine kleine Expedition gemacht in die Richtung, um Ressourcen auch zu finden. Und dabei haben wir dann auch die Ressourcen hier gefunden. Zwei Stück, die zeige ich gleich. Das hier ist eine ziemlich gefährliche Gegend. Aber mittlerweile ist es ziemlich entschärft. So, hier sehen wir auch einmal diese Brücke im Einsatz mit Strom. Wunderbar, so kriegen wir den Strom herrlich darüber gezogen. Alles andere würde doof aussehen, wenn man einfach so ein Kabel drüber spannen würde hier. Vor allem, wenn irgendwann die großen Trucks da durchfahren und da vielleicht ranreichen. Aber, oh, passen hier durch die großen Trucks? Na, das hoffe ich mal. So. Okay, aussteigen. Zunächst einmal, warum die Gasmaske geil ist. Wir kommen hier dran, kommen oben an diese wunderbar weiß glänzende Schnecke. Endlich mal kommen wir in dieses Gebiet rein. Das ist schon mal praktisch. Ja, und hier, das Zeug hier ist dieses Katheriumerz. Dieses höchst seltene und wirklich, wirklich höchst seltene Katheriumerz. Ich glaube, das hier ist die einzige Quelle, die wir entdeckt haben im Stream. Und die nutzen wir natürlich ganz ordentlich aus. Na? Man sieht es hier, eine Quelle wird hier erstmal gesplittet in zwei. Und hier haben wir zweimal denselben Aufbau. Also absolut identisch. Hier dann in drei aufgesplittet, wieder mit den MK3, MK1. Hier vorne haben wir die Schmelzerei, die daraus dann die Katheriumbarren macht. Die Katheriumbarren landen dann hier jeweils in einem einzelnen Container und werden hier nochmal gemerged. In diesem hier. Und das Ding ist schon fast voll mit Katherium und das hier auch. So, haben wir zwei voneinander unabhängige Systeme. Und das eine hier, das führen wir gar nicht mehr hier in diesen Container ein, sondern direkt straight durch hierhin. Und das reicht auch, ne? Also dieses eine, was wir uns hier abzapfen, reicht komplett, um das Ding hier zu bedienen. Wir könnten es natürlich irgendwann mal pimpen und ein bisschen upgraden. Dann wird es vielleicht noch besser funktionieren. Wobei, wenn ich mir so anschaue, ich glaube, viel wächst das nicht an, ne? Es bleibt immer auf diesem Level. Das ist eigentlich schon ganz gut so. Und hier wird der Turbodraht gemacht, den wir gerade brauchten, um ihn zu erforschen, 100 Stück. Und den brauchen wir auch, um ganz viel damit zu bauen. Also Turbodraht ist super. Ich muss mal ganz kurz schauen. Turbodraht war wofür noch? Hierfür nicht. Aber irgendwas dickeres. Moment. Organisation. Hier ist kein Turbodraht. Logistik. War das hier Conveyor? Auch nichts davon. Energie. Kohlegenerator. Die Strommasten waren es. So, so war das. Okay. Also die Strommasten, die bis zu 7 Connections haben können, was ja wesentlich praktischer ist. Ja? Und wenn wir einfach unendlich viel von diesem Draht haben, von diesem Turbodraht, dann nutzen wir auch lieber die. Ja? Die brauchen einen Beton mehr, aber dafür halt 3 von diesem Turbodraht und keine 3 normalen Draht. Ja? Einen Beton mehr und halt 3 Turbodraht. Das ist so der Unterschied. Deswegen sind Strommast Mod 2. Also die strebe ich an und hiermit sollten wir die eigentlich machen können. Ne? So, ich hole nochmal auf 500 voll, dann können wir direkt diese guten Strommasten auch basteln. Auch nutzen. So, und da könnte ich mir vorstellen, dass wir im nächsten Stream am Dienstag dann einfach hier noch mehr davon bauen, sodass wir noch mehr Turbodraht haben. Ne? Könnten wir vielleicht dann hier diesen Splitter ganz weg machen und wieder hier komplett einfach einmal das Band nach vorne laufen lassen und dann machen wir einfach noch mehr davon. Und den Rest, der wird momentan gesammelt, wofür auch immer. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir noch alles sehen, wofür wir das Zeug brauchen. Jetzt geht's erstmal weiter. So, und da oben halt die Gasmaske. Dann kommen wir an die Schnecke da oben ran. So ging das nicht. Ich hab's probiert. So, hier hoch. War ich hier oben eigentlich schon mit dem Auto? Ich weiß es nicht. Hier oben ist eine ziemlich gefährliche Gegend. Wenn man sich mal umschaut, man sieht schon überall die Viecher.
Also hier sollte man nicht runterfallen. So. Stehen bleiben. Gut. Da oben ist wieder so ein Verteilerstrom. Ne? Wieder auf diesen zwei Blöcken hier drauf. Das ist der Space Elevator. Wollte schon sagen, ne? Da führt ein Kabel hoch. Nee, tut's nicht. So, hier, das sieht erstmal geil aus, oder? Da ist eine Schnecke. Da ist eine Schnecke. Und schaut euch das mal an. Was für eine geile Location, oder? Und da hinten scheint ein neues Biom zu sein. Es gibt ja 13 Biome. Da vorne vielleicht noch eine Schnecke. Ich weiß nicht, sieht so aus. Neues Biom da hinten und da vorne vielleicht auch noch. Wer weiß. Die Karte ist riesig. Ist riesig. Ich sag's nur. Also wenn man hier nach Ressourcen sucht, teilweise sind am Horizont, findet sich noch was. War das Schwefel? Irgendwas war es noch. Nochmal Schwefel. Genau, Schwefel haben wir hier zum Beispiel. So, und was haben wir noch? 42 Meter. Sagt sich nicht. Ich weiß nicht, welche Ressource das war, aber irgendwas ist da hinten in 1000. Moment, wo war das? Sulfur. Ist das jetzt Schwefel? Steht da oben Schwefel? Ich weiß nicht. 1516 Meter in die Richtung. So. Also sieht man, die Karte ist noch recht groß, ne? Das da vorne, das sind riesige Bäume. Es ist genau dasselbe wie hier. Sieht mir irgendwie anders aus. Könnte also auch wieder ein neues Biom sein. So, das werden wir alles auch noch herausfinden. Wohl auch in den Streams. Ob wir das jetzt hier in den YouTube-Aufnahmen schaffen, das weiß ich nicht. Das sind halt wirklich, das dauert halt immer alles in diesem Spiel. Deswegen, da eignet sich der Stream halt ganz gut. Ja. Immer dienstags um 18 Uhr auf Twitch. Ja, den Link findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. So, also, hier ist jetzt Schwefel. Ja? Das kommt da unten raus. Eine einzige Quelle gibt es hier. Ich steige mal aus, das ist mir zu laut. Und ich habe es einfach mal rausgefördert, hier reingepackt. Das Ding ist voll. Einfach voll mit Schwefel. Mit diesem seltenen Schwefel. Wofür auch immer wir das dann brauchen. Ich glaube, das war für diese Sprengstoffe. So viel Sprengstoff braucht man, glaube ich, gar nicht. Aber, naja, wir haben es jetzt auf jeden Fall mal da. Ist es alles vorbereitet. Hier habe ich halt so einen Kasten drum gebaut. Wenn man reinschaut, man sieht, das Ding ist einfach, es geht nur nach unten. Und auch nicht tiefer nach unten. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist ein fettes Förderband, ne? MK3, ja. Das zieht einen weg. So, hier vorne kann man es, ich könnte, Moment, ich mach's anders. So, das ist mit diesem Anzug echt gruselig. So, okay. Da sehen wir es. Ist nicht tief. Ich konnte alles von hier oben bauen. Hier sind unglaublich viele von diesen Pflanzen. Ziemlich gefährlich, die ganze Gegend. Hier laufen auch ganz viele Viecher rum. Aber ich habe das halt so gemacht im Stream. Ich bin einfach drumherum. Hab mich drumherum gebaut. Ja, oder drüber gebaut. Und das war's, auch wenn wir hier runterschauen. Und da ist halt auch was Interessantes. Also erstens wieder ganz, ganz viele Viechers, ne, auf dem Weg hier hoch. Und da hinten auf der Spitze, da ist irgendeine neue Schnecke. Irgendetwas, was wir noch nicht kennen. Da vorne. Rosa, whatever, die werden wir uns wegsnacken irgendwann. Die holen wir uns. Das machen wir dann, ich weiß nicht, in einer der nächsten Folgen. Dann werden wir uns einfach ein bisschen provisorisch, ja, man sieht's ja, ne, so viele Viecher, Als wir das hier aufgebaut hatten, hat man es besser gesehen. Weil hier unter uns direkt ist auch noch einiges los. Also ich würde sagen, wir bauen uns, oder ja, bauen uns halt irgendwie provisorisch einfach mal da hinten zur Schnecke, da hinten ein bisschen runter und dann holen wir uns die. Ja, fuschen wir uns die da weg. Vielleicht in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht, aber vielleicht forschen wir ein bisschen, holen die Schnecke und ja, das wäre ein Plan für die nächste, ne? Alles klar. Für heute war es das nämlich und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Dann macht es gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.